Ja, hallo, hier ist Georg Holzer und das ist der erste exklusive Test der IKEA Knepper-Kamera. Sie sieht genauermaßen aus, also recht spartanisch. Hier gibt es so einen wie sagt man da, so einen optischen Sucher. Der Strom kommt von zwei Batterien. Sie ist recht handlich. Bevor man abdrückt, muss man hier noch raufdrücken und dann ändert sich hier hinten das Licht in grün. Diese Variante ist also etwas optimiert. Der normale Fotosensor ist nämlich hier bei der originalen Knepper. Bei meiner modifizierten Variante befindet er sich hier unten links. So, wir nehmen einmal die Kamera, machen ein Foto. Klick. Okay. Man muss sagen, die Fotoqualität ist sehr, sehr ähnlich wie die vom iPhone 4S. Schauen wir noch die anderen Features an. Hier ist ein etwas modifizierter USB-Stecker, der komischerweise von Apple abgeschaut wurde wahrscheinlich. Wir haben dann hier noch, na, üblicherweise geht der USB-Sticker hier raus. Also, ja. Und es gibt hier noch eine kleine Öffnung, wo man mit der Stecknadel reinfahren kann und sozusagen die Speicherkarte formatieren kann. Diese Variante hat übrigens mehr Megapixel als die von IKEA Original verloste Knepperkamera. Sie ist wie gesagt ein bisschen optimiert und hat auch hier einen Auslöserknopf. Man kann sogar die Knepper 2.0 sozusagen aus Amerika lautlos stellen hier. Ja, das ist der erste Eindruck. Die Bildqualität kommt an das iPhone 4S heran, muss man sagen, zumindest in dieser Variante. Und naja, mal sehen, was das wird. Grüße aus Klagenfurt. Ciao.